Gerade gucken, ob das jetzt schon läuft hier. Also es müsste jetzt eigentlich laufen. Ja, dann herzlich willkommen zum... Oh, das ist auch laut, das muss ich leise machen. So, dann herzlich willkommen zu Enderal. Ich muss erstmal wieder ins Spiel tappen. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Geh mal ins Spiel rein. Mal gucken, ob es so läuft. So. Bin mal gespannt, ob das gut geht oder ob das jetzt irgendwie nicht gut geht. So. Ja. Also ich habe den ganzen Tag versucht, irgendwie das am PC laufen zu bekommen. Also wir haben es versucht. Und ich glaube, wir haben es auch geschafft. Denke ich mal. So halbwegs wenigstens. Und ja, ich habe gedacht, ich tue Enderal vielleicht streamen. Das ist, glaube ich, was leichter als, ja, es zu Let's Playen, weil das viel zu lang ist. Und mal gucken. Oh, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt so neu anfange, aber ich habe gedacht, nö. Ja genau, mit Jasper haben wir schon geredet. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was am Anfang passiert ist, müsst ihr halt nochmal, ich glaube, 3 Folgen sind das, die 3 Folgen auf den Kanal angucken. Die hätte ich verlinken können, habe ich aber vergessen. Ich höre ein Tier. Oh, da. Ach, mein Gott, die kann ich ja mal nicht wechseln. So. Bin schon halb tot am Anfang. Ich kann jetzt auch keine Medizin nehmen, weil das wird dann unser Fieber erhöhen. Und das ist am Anfang noch nicht so gut. Aber vielleicht habe ich hier irgendwas zu essen bei. So, dann müssten wir uns wieder leveln. Ach, ich glaube, ich bin aber nicht erschrocken hier. Ja. Schauen wir einfach mal. Ja, auf jeden Fall mal unten zum Lager hin, bevor wir weitergehen. So. Ziel hin. Ich glaube, ich gehe den hier zum Lager. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Könnte auch sein, dass ich wieder hochlaufen muss. Ich glaube, ich muss hochlaufen erst. Ich glaube, wir laufen gerade zum Zielmarker hin. Ich laufe nochmal in die andere Richtung. Da lang. Ich hoffe auch, dass mit dem Ton alles in Ordnung ist und mit dem Bild. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir vom PC aus streamen und das aufnehmen. Klappt ja meistens schon nicht so ganz. Ist immer irgendwas, aber man ist ja noch kein Profi, ne? Und da darf es halt auch noch nicht so. Da darf es auch noch Probleme geben. Nehmen wir schön den Pilz mit. Den müssen wir gleich essen. Hallo, Handkante. Den müssen wir gleich essen und ja. Um mehr tragen zu können. Also ich nehme heute, also ich stream heute vom PC. Und wie ich eben schon am Anfang sagte, oh, mein Handy würde ich vielleicht leiser machen. So, jetzt ist es leise. Und es kann halt sein, dass halt mit dem Ton noch nicht alles in Ordnung ist und mit den anderen Sachen, aber eben die Leute, die beim Teststream dabei waren, haben gesagt, das hört sich gut an. Den Sound im Spiel ein bisschen leiser. Das geht. Audio. Ich habe jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Müssen wir mal gucken. Einfach ausprobieren und wenn es doch zu leise ist, müssen wir es halt wieder lauter machen. So. Jetzt gucken wir erstmal hier. Ach, guck mal da. Oh.
Ich habe einen Pfeil im Kopf. Ja. Damit kann man auch wohl leben, wie das aussieht. Wir nehmen aber erstmal nur das mit, was wir wirklich brauchen. Wir kriegen später auch eine Kiste. Aber das dauert noch ein bisschen. So, sind wir mit. Hat der was bei? Oh, das könnten wir verkaufen. Hat der was Cooles dabei? Ach, das braucht. Also diesen Trank brauchen wir später für das Fieber, was wir da haben. Ja. Aber der ist wohl sehr teuer. Den kann man aber auch selber herstellen. Aber so weit war ich im Spiel noch nicht, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, jetzt können wir auch wieder hochlaufen. Ich wollte das nur noch aufsammeln, damit wir es am Anfang schon haben. Ja, hat das Headset. Aber ich glaube, das Headset ist auch schon auf die lauteste Stärke. Also wir haben das wirklich sehr laut gestellt. Und, ja. Und hallo, Mark Kenzie. Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es. Ja. Ich weiß es nicht ganz genau, aber hallo. So, ja. Mal gucken, ob das heute so läuft und ich hab schon. Mein Freund hat mir gesagt, er kauft mir ein Mikrofon zum Geburtstag. Aber dann kriege ich ein besseres. Ja. So, checken die mal weg, dann können wir auch schneller gehen. Ich glaube, ich hier ganz mit den Schwertern rum. So, ja, Jay ist auch der Russe, ne? Der darf das ruhig sagen, wie der möchte. Er hat doch bestimmt selbst. Achte mal darauf. Also ich habe den Stream jetzt zwar an, aber leise, weil das mich einfach stört. Das hatten wir eben. Und ich versuche auch lauter zu reden. Weil wenn ich normal rede, bin ich wohl zu leise. Und, ja. Ich hoffe, man kann wenigstens es einigermaßen verstehen und sehen. Deswegen, ja. Ja, der Russe hat Welpe. Der war auch eben da im Teststream. Er sagte, der Ton ist in Ordnung, also müssen wir wohl auch ihn hören, ne? Vielleicht sollte ich am Anfang noch nicht mit hier mit denen annehmen. Aber wir wollen doch die Erfahrungspunkte haben. Ja. Schön das Gold mitnehmen, essen. Brauchen wir jetzt nicht. Wir essen lieber mal wieder was. Weil ich glaube, da hinten kommt gleich so ein Ghoul oder wie die heißen. Passt schon mit dem Ton. Ja. Ja, wir hatten ja eben auch getestet und da haben wir auch gesagt, ja. Also es ist halt nicht perfekt, ne? An der PlayStation ist es anders. Ich habe auch kurz überlegt, von der PlayStation das Mikrofon zu nehmen, aber da kann man halt gar nichts einstellen. Dann. Deswegen. Solange man was versteht, dann ist es hoffentlich okay. Ja, bei dem Boot war ich noch. Ich weiß auch nicht, ob ich da hin möchte. Ah doch, ist noch ein Mehl, nehmen wir mit. Das können wir gebrauchen. Ist auf jeden Fall viel klarer. Ja,
Ja, ich glaube, wir hatten auch den. Lass mich nicht lügen, den. Die Empfindlichkeit höher gestellt. Hatten wir. Ja. Mal gucken. Oh Gott, das sind aber viele, ne? Oh! Hier rüste ich nochmal meinen Bogen aus. Weil. Ich glaube, man muss dann die M so drücken, ne? Ja, da. Nee, das ist. So war das. Oh Gott. Das kann nur schief gehen. Ich sollte am Anfang, glaube ich, wirklich noch nicht hier sein. Oh, ich laufe weg. Ja, ich glaube, wir müssen noch was stärker werden. Ach, das ist ja gar kein. Ich habe gerade das immer noch im Kopf von Fallout 76. Das ist ja. Wenn man nicht. Einfach so Heiltränke nehmen kann, aber das ist ja gar kein Online-Spiel. Ich bin manchmal schon ein bisschen blöd. Ich laufe einfach weg. Wirft der mir immer noch hinterher? Ach nein, kack. Geh weg, geh weg, geh weg. Also nehme ich meinen Heiltrank dann. Steigt das Fieber, aber dann können wir den vielleicht noch besiegen. So. Was hat der denn für uns dabei? Auch Knochenmehl? Ja, Knochenmehl. Ja. Ja. Ich musste heute arbeiten und bei einer Kundin hatte ich wirklich gedacht, die hat einen Schaden. Was machst du da mit der Hand, bitte? Also wir haben heute einen blinden Zuschauer im Hintergrund. Aber auf jeden Fall dachte ich, der hat wirklich einen Schaden, weil sie meinte, also kam mir erstmal rein so, haben sie Pfingstrosen? Meine Kollegin, ja, und die war am Bedienen. Ich ihr das dann gezeigt, ne? Dann sagt die so, da sind ja gar keine Blätter dran. Ich so, doch, da sind Blätter dran. Was ist das denn hier? Meinte ich halt so zu ihr, ja, Blumen. Ne? Einfach so, wo ich ja dachte, ja, das sieht man doch, glaube ich. Ich gehe weg. Ja, das muss man sich an so einem Tag antun, wo man dann denkt, so, okay, man muss heute arbeiten für 2 Stunden, was sich überhaupt nicht gelohnt hat, wie ich gestern schon gesagt habe. Aber naja. Naja. Ja. Ja, wahrscheinlich kriege ich dann morgen auch einen Anschiss, weil ich hatte zwar noch nochmal den Laden gegossen, also die Blumen nachgeguckt und auch angeschnitten, weil die gestern wohl nicht alles geschafft haben. Ruft der Chef an. Ja, hat Bianca Gestecke gemacht. Ich so, nein. Das hat mir keiner gesagt und ich habe andere Sachen gemacht. Ja. Ich werde wahrscheinlich morgen einen Anschiss bekommen, weil ich das nicht gemacht habe und mir denke, ich glaube, ich habe genug Sachen gemacht, bedient und den Laden gegossen, den Anschnitt gemacht, den der wieder liegend geblieben ist, aber ja, genau, egal, kriegst Geld dafür. Blümchen. Oh Gott. Gibt's die eigentlich noch? Diese Sängerin? Ja, die gibt's noch? Ja? Okay. Ich höre gerade, die hatte kurz ihr Comeback. Ich fand die Musik ja immer als Kind echt. Nicht so toll. Kacke. Ich glaube, wenn ich meinem Chef das so sage, kann ich. Ich denke mal nicht, dass ich meine Kündigung bekomme, weil gestern jemand gekündigt hat, aber er wäre nicht stolz. Also eigentlich stelle ich mich besser bei dem Spiel an. Eigentlich. Aber
Einen haben wir schon besiegt, ja. Oh ne, sind beide wieder da. Aber irgendwie habe ich schlechtere Waffen als sonst am Anfang. Ich weiß aber auch nicht, wo ich die das letzte Mal her hatte, um ehrlich zu sein. So. Ach, dieser Riesenspinn. Der hat nichts bei sich. Lecker Spinneier. Ich glaube, wir kommen aber gleich in das Dorf, wo wir auch Sachen lagern können. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Wir müssen da lang. Da gehe ich auf keinen. Ach, da ist noch so ein. Das meinte ich eben mit Troll. Nein, wieder die falsche Taste. Wieder die falsche Taste. Irgendwie muss ich, glaube ich, die Empfindlichkeit vom Controller anders einstellen. So. Schön, Troll. Sag ich schon, Troll. So. Pfeile nehmen wir schön mit. Ii. Ach guck mal, da ist auch noch ein Trank. Und da ist eine Truhe. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit diesen Bauplänen machen muss. Ich weiß, dass man später irgendwie so ein Sammelbuch kaufen kann, wo man die halt reintut, aber so weit war ich noch nicht, dass man irgendwas herstellen konnte. Auch wieder ein Wolf. Wo ist der andere? Da. Das ist aber nicht nett. Da geht's lang, glaube ich. Oder? Ich glaube rüber und dann da nach rechts. Oh. Oh, schon wieder? Hinter mehr Gegner als in Skyrim selber. Oh, wo ist er? Da. Einmal. Boah, die hat mich. Boah. Das sagt man nicht. Oh. Das ist alles. Und der da. So. Was haben die denn Schönes bei sich? Wieso hat der Mann Frauenkleider? Oh, wir haben Level Up. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen Lebensenergie. Das ist auf jeden Fall später gleich. Das können wir noch mitnehmen. Den Skillpunkt vergeben. Darf ich nicht vergessen. Was haben wir denn hier liegen? Das ist auch ein Bauplan, ein Buch, Käse. Dietrich, Geld. Okay. Ich glaube, wir können uns dann aber auch Sachen ausrüsten, ne? Wir fangen vorne an. Das hier können wir nehmen. Das hier. Ich lasse mal das fallen, was wir jetzt nicht brauchen. So. Und das auch nicht. Wieso habe ich eine Spitzhacke dabei? Ich wollte bestimmt Minecraft spielen. Minecraft, ja. So. Ich steck die mal wieder weg, sonst. Ich weiß, dass man irgendwie sprinten konnte, aber ich weiß nicht mehr wie. Auf den linken Stick.
Nö, da ducke ich mich. Nee, der eine, das tut mich in diese komische Welt dahin. Porten. Ja, mein Ernst. Was macht das denn? Nein, ich glaube, wir machen erstmal hier den weiter, den Baum. Einheitswaffen. Weniger Ausdauer, das. Das ist gut. Wir kommen nochmal zurück. So, auf die andere Taste, okay. Ich weiß, am Anfang ist das nämlich verbuggt, dass man in diesen. Diese Zwischenwelt, nenne ich jetzt mal so, dass man mit dem Controller da gar nicht mehr rauskommt. Ich hatte auch erst überlegt, das nochmal ganz von neu zu starten, das Spiel. Aber dann fiel mir das ein und ich wusste nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe, um ehrlich zu sein. Deswegen dachte ich mal einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich hätte vielleicht ein Schild mitnehmen sollen. Block. Oh, ja. Das arme Hühnchen. Da lang. Da lang, glaube ich. Dahin. Ich will auf jeden Fall erstmal zur Stadt. Wenn wir nicht immer abgelenkt werden von Orten, die unterwegs sind. Eine Ratte. Wo ist sie? Da. Hat die denn bei sich? Wie? Was war das? Ah, wir haben noch so einen Pilz, okay. Was war das? Ratten? Okay, keine Ahnung, wo das ist. Um Enderer Gegenstände herzustellen, benötigt ihr dreierlei: ein Bauplan, Zutaten und einen Fertigungssteller. Ich wollte doch gar nichts herstellen. Egal. Ganz von vorn wäre nicht gut, finde ich. Du hast ja. Ja, eben. Also, das habe ich mir auch eben gedacht, ne? Die Leute, die jetzt vielleicht neu reinschalten oder so, können ja einfach sich das Let's Play angucken. Ich glaube, es sind ja auch nur 3 Folgen, ne? Und ich habe das, glaube ich, jetzt auch schon 3-mal von vorn angefangen. Und nochmal hätte ich auch keine Lust gehabt, um ehrlich zu sein. Weil ich will irgendwann mal weiterkommen als Ark. Also Ark ist halt die Hauptstadt hier. Deswegen. Die Leute, die halt neu reinkommen, müssen es halt entweder von vorne gucken. Oder es lassen. Schlösser knacken. Ja, ich weiß, wie das geht. So. Das wäre ja auch für die Leute langweilig, die ja schon geguckt haben und. Ja. Ich höre wieder einen Wolf. Ich glaube, wir laufen in die Stadt. Ich hoffe es wenigstens. Sieht aber gut aus. So. Einfach mal quer durch. Dann sind wir auch da. Ach, guck mal da. Pilz. Also diese einen blauen Pilze, die sorgen dafür, dass wir mehr tragen können. Und ich finde das sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Ich dachte gerade, wir können vielleicht da rein. Okay, hier ist auch ein Hof. Da sind auf jeden Fall Ratten.
Da sind noch zwei. So. Okay, mit nichts dabei. Ich nehme einfach mal diese Baupläne mit. Für was sie auch gut sein werden. Hammer. Ich weiß nicht, wer es braucht. Wir brauchen Schlüssel. Aber ich meine, Schlüssel kriegen wir. Irgendwann. Hoffentlich. Oh. Ja, ich habe aber das Bild einfach genommen, also zum Testen. Ich wollte noch ein eigenes Bild dafür machen. Aber hast du recht, eigentlich hätte ich auch Enderal 4 schreiben können. Das stimmt. Ich habe eben dann noch andere Folgen bearbeitet, wie bei Final Fantasy die Thumbnails gemacht. Also bei 2 habe ich es geschafft. Alles schön mitnehmen. Und ja. Deswegen halte ich da nicht mehr so viel Zeit für. So. Irgendwann komme ich auch in dieser Stadt an. Irgendwann. Ich kann natürlich auf die Karte gucken, ob ich überhaupt in die richtige Richtung laufe. Die Karte ist da unten. Ja, ich weiß. Ja, da müssen wir zu der Stadt da. Aber dann holen wir uns einfach erstmal das Buch, was hier vorne im Wasser liegt. Oh. Fast in die Tiefe gestürzt. Das sind so Sammeldinge. 2 von 100. Immerhin. Das nehme mit. Tränke nehme mit. Säge. Nein. Ich wollte. Da. Dahin wollte ich. Nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich habe Männchenfleisch aufgesammelt. Ja. Da vorne müsste das sein. Ja. Wenn das jetzt das ist, was es ist, dann ist es eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist, aber es ist halt wirklich eine eigene Spielwelt. Und das gibt es ja jetzt seit, ja, seit zwei Monaten bei Steam auch. Und da muss es wohl jetzt auch Erweiterungen geben, dass es halt noch größer geworden ist. Also du brauchst halt dieses, also diese, ja, wie nennt man diese normale Steam-Version? Nicht diese HD-Edition, sondern diese normale. Ja. Schlüssel, Tagebuch oder Brief. So. Also wenn es ein vergleichbarer Umfang ist, dann habe ich eindeutig noch was vor mir. Erstmal essen wir diesen Pilz. Gestern, als Sira und ich unter dem alten Baum saßen, sagte sie etwas, das mir nicht aus dem Kopf gehen will. Das größte Übel in dieser Welt ist das Vergessen der eigenen Ideale. Diese Briefe sollen meinen Weg aufzeichnen und mich immer wieder an das erinnern, was mir wichtig ist. Gestern kam ein Hüter ins Dorf, um mir das Noviziat anzubieten.
Er sagte, die alte Martha hätte mich empfohlen und dass ich ungebundene Magie in mir trage. Es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen, aber vermutlich trifft Dankbarkeit es am besten. Endlich trägt meine harte Arbeit Früchte. Das bringt mich auf einen seltsamen Gedanken. War es auf eine bittere Art und Weise sogar gut, dass Mutter starb? Es hat mir die Augen geöffnet. Früher war es mein einziger Wunsch, Vater stolz zu machen, einen Fischer. Heute kann ich nicht anders als Unverständnis beim Anblick all der Dorftölpel zu empfinden, die mich umgeben. Tag ein, Tag aus dasselbe. Sie stehen auf, sie arbeiten und abends betränken sie sich. Ist das denn alles, was sie vom Leben wollen? Sehen sie denn all das Übel, das um sie herum geschieht, nicht? Empfinden sie dann nicht auch den Wunsch, etwas zu ändern? Sira ist anders. Sie versteht, was mich treibt, und wir teilen den Traum. Nun müssen wir es nur noch schaffen, eine Lehrlingschaft in Ark für sie zu finden. Aber ich bin hoffnungsvoll. Jero Sonnenwind, Novize. Hat man das jetzt gut verstanden? Mit der Lautstärke? Ich hab das jetzt einfach mal durchlaufen lassen. Weil sonst mache ich das noch ein bisschen lauter sonst wieder. Ich warte mal kurz auf Antworten. Ja, aber gut, ja, man konnte was davon verstehen. Man, also soll ich das nicht lauter machen? 15 Jahre sind seit dem letzten Brief vergangen. Sira und ich leben nun beisammen in einem kleinen Haus im Südviertel Arks. 5 Jahre ist es her, dass ich die heilige Prüfung abgelegt habe. Aber anders als früher will ich nun nicht mehr dem militärischen Flügel des Ordens beitreten, sondern Magister werden. Warum? Weil die Kinder dieses Landes seine Zukunft sind und schon genug Blut in der Welt fließt. Vor 2 Wochen hat die Truchessa unserem Entwurf der Armentafel zugestimmt. 2-mal jährlich verpflichtet er jeden wohlhabenden Arker, eine Handvoll Groschen an den Orden zu zahlen, aus denen dieser für die Unterstädte 1-mal pro Woche eine warme Mahlzeit bereitstellt. Die Reaktionen der Bürger stimmen mich bitter. Für sie sind diese Groschen nur ein Parfum weniger. Für die armen Seelen dort unten der Unterschied zwischen Leben und Tod. Aber dennoch protestieren sie wie die Wahnsinnigen. Ich werde diese Menschen nie begreifen. So wütend dies nur noch klingt, ich bin glücklich. Mein Leben erfüllt mich mit Sinn. Und ich habe das Gefühl, meinem Ziel näher zu kommen. Und ich habe Sira, die nach all den Jahren immer noch bei mir steht. Seltsam. Obwohl ich weiß, dass du diese Zeilen nie lesen wirst, habe ich das Gefühl, dadurch mit dir sprechen zu können. Ich liebe dich, Sira. Ich liebe dich wirklich. Ich mach mal die Effekte und die Musik einfach was leiser. Wir haben noch ein Buch. Ja, bis später. Im dritten Buch einfach mal. Sira ist tot. Getötet von 2 Unterstädtern, als sie die Armentafel vorbereitete. Wie schnell diese Worte geschrieben sind. Aber wie kann ich diesen Schmerz, diese Leere, auch nur annähernd ausdrücken? Sira sagte immer, es hilft, Gefühle niederzuschreiben. Aber das tut es nicht. Ich sitze hier, starre auf die trocknende Tinte und die Zeilen erscheinen mir wie die Worte eines Fremden. Fremd. Alles fühlt sich fremd an. Ich fühle mich fremd, wenn ich morgens aufstehe. Ich fühle mich fremd, wenn die Sonne hinter den Wolken verschwindet. Fremd, wenn ich abends allein in diesem viel zu großen Bett liege. Der Pfad verurteilt den Freitod als Sünde, da jeder von uns im Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat.
Aber ist das hier die meine? Wer bin ich? Wo stehe ich? Mir bleiben nur noch höchstens 30 Winter, wenn keine Krankheit mich holt. Und zurück blicke ich auf eine Spur aus gescheiterten Träumen. Unsere Ahnentafel hat zu Schlägereien und Morden an den Banketten geführt. Und die Reichen weigern sich mehr und mehr zu zahlen. Und vor mir nichts als Nebel. Mir fehlt die Kraft, weiterzukämpfen. Mir fehlt der Glaube. Sag mir also, Malphas, ist das meine Aufgabe? Zu scheitern? Meine Gedanken sind ein einziges Chaos. Und ich bin zu müde, um weiterzuschreiben. So. Das ist auch cool, dass die das hier vorlesen und dass man das dann selber lesen muss. Ich glaube, das Spiel finden die meisten langweilig, deswegen schalten die sofort wieder ab, wenn sie das sehen. Aber ich hatte Lust, das zu streamen. Ja. Laufe ich jetzt richtig oder müssen wir da lang? Nee, wir müssen da lang. Ich bin schon richtig. Ja, in die Richtung. Ich habe jetzt einfach mal die Effekte und sowas leiser gemacht. Oh, guck mal da. Ja, es ist doch hier. Ich kann mich nicht bewegen. So. Nur ein Kratzer. So. So wird's gemacht hier. Erstmal heilen. Was hatten die denn Schönes bei sich? Ach, guck mal da. Neue Rüstung für uns. Ach, ein Bogen neuer. Okay. Das nehmen wir mit. Das auch. Oh. Das ist ein Handwerksbuch. Nehmen wir alles mal mit. Das nehmen wir mit. War hier nicht noch einer? Wo liegt denn der andere? Ach, da. Den Helm können wir gebrauchen. Menschliches Herz. Wieso auch immer wir das mitnehmen. Das können wir fallen lassen, das brauchen wir nicht. Okay, ich dachte gerade, wieso geht das Ding aus? Aber es läuft noch, wie es scheint. So, wir müssen immer noch da hinten irgendwo hin. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Da lang. Das. Also hier gibt es wirklich viele Wölfe. Oder Pinscher. Gar keine Wölfe. Da ist wohl ein Wolf. Keine Ahnung. Ich nenne die jetzt einfach weiter Wölfe. Da ist eine Truhe. So. Und dann hier. Da lang geht es. Ich fand es eigentlich ganz angenehm, nebenbei ein bisschen lächelt zu werden. Zockt selber nebenbei. Musik ist auch angenehm. Ja, ist doch schön. Finde ich aber auch. Ich mache das auch meistens, wenn ich irgendwie was so zocke, dass ich dann nebenbei irgendwie was laufen lasse. Entweder wirklich einen Film oder irgendein Let's Play
oder jemand, der wirklich live ist, das ist einfach, wieso nicht, ne? Das mache ich aber auch. So. Was hat der denn? Kann ich hier rüberspringen? Hallo? Hallo. Ach, wie süß. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Dinger hier heißen, aber ich finde die voll süß. Ja, oder? Ja. Da gebe ich aber recht mit. Das ist wirklich toll, wenn man eigentlich was anguckt. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser einfach nebenbei sich was so laufen ungewöhnlich wird. Wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Da lang müssen wir. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwas. Was macht der bitte da? Ich glaube, der Mann fühlt sich beobachtet. Hey, du da! Ja, genau, du! Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Zieh Leine, Kleider. Nein, was meinst du? Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Und warum fragst du dafür nicht... warum fragst du mich und nicht deine... Ich weiß nicht, dein Vater? Deine Geschwister? Ich könnte gefährlich sein. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich. Aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Na schön, ich helfe dir. Zeig mir dieses Geheimnis. Oh, klasse! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit! Ich fange einfach schon die Nebenquests an, obwohl man noch gar nicht so weit ist. So ist das eben. Okay, dann folgen wir den einfach erstmal und dann gehen wir in die Stadt. Da bin ich mir sicher. Wo ist er da? Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Eine Büchse. Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Janka, meinst du, schuldet dein Vater diesen Janka Geld? Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Na gut, lass mal sehen. Klar. Ich glaube, die mussten wir aufschlagen, ne? Ja, das war's. Dann schauen wir mal. Da sind... Ach nee, was soll das denn? Was ist los? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile. Und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Die alte Notiz lesen. Wo haben wir sie denn? Die alte Notiz. Haben Stolz und voller Kraft. Soweit der den für... So weilt der dein für Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not auf unseren Pfad bis in den Tod. Und? Hast du was? Sieht mir nach einer Art Gedicht aus. Ich weiß nicht. Ein Gedicht? Was, wenn das ein...
wie heißt das, ein Rätsel ist. Lies mal vor, was steht da genau? Erste Strophe vorlesen. Segen in der Not. Das... Ach, Menno, wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Machen wir doch. Wir gehen aber jetzt trotzdem erstmal in die Stadt. Ich glaube, der Chat ist irgendwie hängen geblieben. Aber live bin ich noch, oder? Ich glaube, jetzt läuft der Chat wieder. Glaube ich. Komisches Kind. Ich finde wirklich, dass es ein komisches Kind ist. Ah, ich glaube, hier war so eine blöde Olle, die, bist noch live. Okay. Ja, es war gerade irgendwie hängen geblieben, der Chat. Ich hab schon gedacht, so, okay. Ja. Warte, ich glaube, wo war die? Die war irgend so eine komische Dame, die uns voll beleidigt hat. Nee, hier war es nicht. Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr hier. Kann auch sein. Gab es ja in letzter Zeit ein paar Updates hier für das Spiel. Ja, das hat. Also ich habe ja den Chat nebenbei an und das hat er es eben auch gemacht. Ich habe erst gedacht, so, okay. Ist jetzt irgendwie der Stream abgebrochen, dass er irgendwie was anderes macht? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das irgendwie mit der Einstellung zu tun hat oder sowas? Ich weiß es nicht. Eine Fremdländerin, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Wieso das denn hier? So. Der hat, glaube ich, nichts Interessantes zu sagen. Eine Ark geht da lang. Ja. Verzeiht, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Vielleicht habe ich das. Ja. Aber glaubt nicht, dass ich euch irgendetwas erzähle. Ich weiß doch, wie ihr Bronzehäutigen drauf seid. Schau eine Sekunde nicht hin und ihr bringt einen ums Geld. Tut mir also einen Gefallen und verschwindet. Seid ihr immer so freundlich? Nur zu Leuten eurer Sippe. Boah. Jetzt lasst mich in Frieden. Ich glaube, das war die, ich meinte. Die ist irgendwie total freundlich für uns. Versperrte Tür. Da können wir rein. Ist jemand zu Hause? Ich bin nicht am Klauen. Brauchen wir nicht. Ich leih mir das nur aus, alles. Oh, guck mal, Geld. Ich gehe wieder. Ist ja keiner zu Hause. Also ich habe es mir nur ausgeliehen. Ich gebe es natürlich wieder zurück, wenn ich Zeit dafür habe. Das geschlossen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zeigt mir eure Waren. Natürlich. Konnte ich nochmal hier zu meinen wechseln.
Da. Okay, gucken wir erstmal, ob wir was zum Verkaufen haben. Wir können auf jeden Fall einen dafür ein Messer verkaufen. Den Bogen. Achso, das ist ein kleiner Rucksack. Erhöht eure... Achso. Wie cool. Ich wusste gar nicht, dass man auch Rucksäcke finden kann, die dann unsere Tragkraft erhöhen. Zu wissen. Ausdauer. Baupläne. Ich verkaufe erstmal die Sachen, die ich denke, die sind nicht wichtig. Okay, ich glaube, wir haben alles verkauft, was die haben möchte von uns. Jetzt bleibt es wieder irgendwie im Ding stehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch eingestellt. Kann ja auch sein. Nee, manchmal tut das... Beeindruckende Waffe, die ihr da habt. YouTube dann einfach abbrechen und ein anderes Video anzeigen. Ja, es schreibt auch hier Handkante im Chat, dass dann zack, es ist weg, als ob der Stream abgebrochen wäre. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Ja. Ärgste Komik. Ich weiß halt nicht, ob man irgend so was anderes einstellen kann. Und woran das liegt. Was darf's sein? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst. Hier ist es ziemlich ruhig. Malfa sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Verfluchte Briganten, wirklich. Das ist doch alles Wahnsinn. So, das ist unsere sichere Truhe. Da können wir all unsere Wertsachen reinlegen. Ach, den wollte ich verkaufen, ne? Den nehmen wir mal mit. Ich lege das einfach mal erstmal hier rein. Das nehmen wir einfach mal alles mit. Aber hier diese ganzen Zutaten zum Kochen lege ich alle rein. Die müssen wir eigentlich alle mal einfach mal essen. Mit. Ich leg das einfach mal ab. Weiß nicht, für was das gut ist. Oh, die Triche nehmen wir mit. Geld. Wiegt das eigentlich? Nee. Okay. Ich habe gerade gedacht, das Geld wiegt etwas. Und der Irrte ins Nichts. Ja. Schreitet wohl. Moment mal. Ihr. Ach, einerlei. Was ist? Ach, ihr seid doch aus Kile, nicht wahr? Eure Haut, sie ist, naja, anders. Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Das geht euch nichts an. Meine Mutter, ja, aufgewachsen bin ich auf Nerim. Nerim? Verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Stimmt es denn, dass in Kile selbst die Türgriffe der Armenhäuser vergoldet sind? Ich habe gehört, der Zuckerinselbund ist so reich, dass sie genügend Söldner bezahlen können, um es mit der Armee der Seraphen und dem Götterorden zugleich aufnehmen zu können. Ich habe viele Reich. Armut. Verstehe. Das ist natürlich schade. Naja, habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. So. Ich weiß, sie hat eine Quest für uns. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Ich werde auf jeden Fall mit allen reden. Wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, fragt besser nicht.
Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Lebt wohl. Ich glaube einfach, dass ich mich nochmal... Habt ihr es schon gehört? Angeblich macht so eine kilianische Händlerin... Ich will auch so ein tolles genauer Schwert. Genauer mit dem Einstellungen so fies, auseinandersetzen muss. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Kili... Das ist ja auch irgendwie blöd, wenn das immer wieder weggeht, ne? Ich wollte heute sowieso nicht so lange machen. Also, ja, tut's mir leid, aber... Ich weiß auch gerade nicht, was ich daran ändern kann. Oder ob das überhaupt am ihr seid kein der Flussheimer. Einstellung liegt. Was wollt ihr? Mir wurde gesagt, eure Frau sei erkrankt. Und wenn? Was hat das mit euch zu tun? Vielleicht könnte ich euch gegen eine kleine Entlohnung helfen. Warum so misstrauisch? Ich will nur helfen. Sehr nobel von euch. Aber woher weiß ich, dass ihr kein Hochstapler seid? Ich kenne euch nicht. Ich werde mich nicht aufzwingen, dann eben nicht. Ich meine es wirklich gut und verstehe das ein oder andere von Magie. Vielleicht kann ich eure Frau ja helfen. Na schön. Jetzt ist es auch schon egal. Kommt, folgt mir nach oben. Dort redet es sich besser. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass dieses Autoplay-Ding daran schuld war. Aber das hast du ja, wenn ich von der PlayStation da streame, nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Setzt euch. Also, machen wir es kurz. Mathilda hört seit 3 Monaten diese Stimmen. Mal tagsüber, mal nachts. Es gibt kein Muster. Aber immer scheinen sie aus Richtung des Meeres zu kommen. Laut ihr ist es eine Art Mischung aus Trauergeheul, Flehen und Wutgeschrei. Also... Vielleicht. Vielleicht ist es auch irgendein Geist oder eine magische Abnormalität. Aber das weiß nur Malphas. Seit der Nacht jedoch, in der sie das erste Mal gehört hat, ging es ihr körperlich immer schlechter. Erst hat sie den Appetit verloren, dann begann sie sich zu erbrechen. Und mittlerweile hat sie ein Fieber, das von Nacht zu Nacht schlimmer wird. Pater Wildas ist ratlos. Und selbst die 2 Apothekarii, die kürzlich hier im Dorf waren, meinten, dass sie nicht wissen, was ihr fehlt. Mittlerweile erkennt sie mich nicht einmal mehr. Und wenn man mit ihr spricht, antwortet sie nur in diesem delirösem Stottern. Ich will nicht lügen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und diese Stimmen hört nur sie? Ja. Und die Momente, in denen sie hört, sind die einzigen, in denen sie mittlerweile überhaupt noch aufwacht. Sie schreit dann immer und schlägt um sich, als stünde der schwarze Wächter höchstpersönlich vor ihr. Es ist schrecklich mit anzusehen. Mein Bruder Meldor ist reisender Arkanist und hat das Haus bereits auf magische Anomalitäten durchsucht. Aber da ist nichts. Was auch immer diese Stimmen verursacht, beschränkt sich auf ihren Verstand. Mein Beileid. Und sagen diese Stimmen irgendwas? Nein. So wie sie es mir vor dem Fieber beschrieben hat, ist es einfach nur ein Stimmgewirr. Ein grauenvolles. Und ihr habt überhaupt keinen Verdacht, woher das so plötzlich kommen könnte? Nicht einmal den geringsten? Nein, nicht einmal den geringsten. Wisst ihr, Mathilda ist ein so guter Mensch. Wenn es ein Geist ist, der sie plagt, dann ist es ein grauenvoller, der sie einfach nur leiden sehen will. Und wenn es eine Krankheit ist... Dann soll Malphas dafür verdammt sein, ihr dieses Leiden auferlegt zu haben. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Schon gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Habt ihr irgendeinen Anhaltspunkt für mich? Hm. Vielleicht hilft es, wenn ihr einem ihrer Anfälle beiwohnt. Mir ist unwohl dabei, aber ich will nichts unversucht lassen. Also mir hat es gerade aber auch wieder irgendwie zum anderen Video geschaltet. Bei dem Chat? Keine Ahnung. Ja, das könnte tatsächlich sinnvoll sein. Warte. Warten wir. Eigentlich gleich, wenn ihr wollt. Der letzte Anfall ist schon eine ganze Weile her. Und der nächste wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber gebt mir noch einen Augenblick allein mit ihr. In Ordnung? Kommt einfach in einer Stunde wieder. Mein Bruder Meldor wird euch hineinlassen. Also wir müssen jetzt keine Stunde wirklich warten. Das, wir können nämlich sofort einfach hingehen. Ja. Das ist aber blöd, dass er das immer wieder abbricht. Warte mal. Ich tapp mal kurz raus und guck mal kurz in die Einstellungen, ob da irgendwas steht. Das finde ich ja blöd. Okay, aber hier steht auch keine Meldung oder sowas, wenn man... Okay. Keine Ahnung. Was ist das Spiel jetzt da? Nochmal. Also ich habe jetzt gerade da nichts gefunden. Boah, ich habe gerade gedacht, das Spiel war abgekackt. Nicht. Zum Glück. Ihr seid der Besuch, den Yoga angekündigt hat. Richtig? Ja, sind wir. Soweit? Ich schätze schon. Kommt mit. Eure Bestreben in Ehren, aber ich bin skeptisch, was die Erfolgschancen dieses Unterfangens angeht. Aber gut, ich schätze, eine Chance ist besser als keine. Du hast Besuch, Yoga. Danke, Meldor. Und danke euch, dass ihr es euch nicht anders überlegt habt. Wenn es so wie sonst ist, dürfte es jede Minute beginnen. Am besten ihr nehmt einfach Platz und wartet. Und ich warne euch, es wird nicht schön. Ach, Mathilda. Passiert jetzt was? Nein. Ja. Ich... Yoga, sie kommen. Und es geht los. Nein, 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 bitte nicht. Ich... Ach, komm schon. Du machst dir zu viele Sorgen. Das weiß ich, verdammt. Aber hast du einen besseren Vorschlag? Pintas! Und? Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ihr meint, ihr habt die Stimmen gehört? Was seid ihr? Eine Art Geisterseher? Nein, ich habe seit kurzem diese Vision. Ich weiß, es klingt skurril und ich verstehe es selbst nicht. Sagt euch der Name Pentreuch was? Pentas? Ich weiß nicht, aber... Das war doch dieser Fischer, erinnerst du dich nicht mehr? Er hat mit den Briganten kollaboriert und sich bei der Verhaftung das Leben genommen. Ah, richtig. Und seine Gefährtin hat sich daraufhin im Meer ertränkt. Das arme Ding. Aber ich verstehe nicht. Was bei Malfas soll dieser Fischer mit Mathildas Krankheit zu tun haben? Meinst du, was im Spiel abgeht oder mit YouTube? Ich weiß es nicht, aber irgendwas sagt mir, dass wir diese Fährte nachgehen sollten. Irgendetwas? So, so. Wären die Umstände andere,
hätte ich euch einen Scharlatan geschimpft und herausgejagt. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr es ehrlich meint. Und wer bin ich, um eine Chance, und sei sie noch so klein, auszuschlagen? Meldor, wo genau lag das Haus dieses Fischers nochmal? Ich habe eine Karte. Dann gib sie ihr. Natürlich, Bruder. Wenn Pentas tatsächlich irgendetwas mit all dem zu tun hat, dann solltet ihr einen Blick auf sein Heim werfen. Es sollte leer stehen. Und jetzt entschuldigt mich bitte alle beide. Ich brauche etwas Raum für mich. So, ja komm. Im Spiel eben. Hier, das ist die Karte. Sein Haus ist nicht weit vom Dorf entfernt, aber ihr solltet trotzdem vorsichtig sein. Dass die Küstenpirsche in den letzten Monaten ungewöhnlich aggressiv sind, habt ihr vermutlich schon auf eurer Reise hierher gemerkt. Was genau ist jetzt eigentlich mit diesem Pentos und seinen Gefährten passiert? Wie schon gesagt, er war ein Verräter, der mit Briganten auf der Groschenstraße kollaboriert hat. Nach außen hin hat er den Unschuldigen gemiebt, aber irgendwann haben die Gardisten davon Wind bekommen und wollten ihn verhaften, tja, und wie es eben so ist, wollte der Narr nicht klein beigeben und hat sich gewehrt, was für ihn, sagen wir einfach, ungut ausging. Seine Gefährtin hat das nicht ertragen und sich anschließend das Leben genommen. Eine tragische Geschichte, aber er hatte die Wahl. Das ist das Leben. Wissen, ihr seid bla bla. Dieses Heiligen Ordens? Je, euch steht ja wirklich Fremdländer auf der Stirn geschrieben. Aber nein, bin ich nicht. Ich habe zwar wie jeder andere Magiebegabte auch den Gang zum Wasser absolviert, aber für das Amt eines Hüters oder Magisters wäre ich nicht geeignet gewesen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wollte es auch nicht. So. Also seid ihr weder Wildmagier noch ein... des Ordens? Richtig, ich bin freier Arkanist, so wie viele andere auch. Aber eure Neugierde in Ehren, ich denke, wir sollten uns die Gespräche für später aufbewahren. Okay. Aber ich rüst... Nein, das wollte ich gar nicht. Da. Sollen wir dann diese Quest erstmal machen? Warte, das können wir wegtun. Wo ist sie denn? Das hier. Würde ich sagen, wir machen erstmal diese Quest und dann gucken wir mal. Bevor wir jetzt alles durcheinander machen und später keiner mehr weiß, wo, was, wie. Und hallo! So. Mal was zum Gruß? Ja, ich weiß, dass wir bei der da auch eine Quest bekommen. Hm? Aber die redet auch und redet und redet und redet. Deswegen reden wir die erst gleich an. So. Ist das denn weit überhaupt von ihr? Ach, das geht. Ist jetzt voll komisch, wenn es jetzt an der anderen Seite der Insel gewesen wäre. Also, die jetzt neu reinschalten. Es kann halt sein, dass das Video unterbrochen wird und euch ein anderes Video angezeigt wird. Und obwohl ich noch live bin. Das Problem, das haben wir irgendwie die ganze Zeit. Wir wissen nicht wieso. Also nicht wundern. Ihr müsst entweder wieder zurück gehen oder ja. Können wir Krabbenchips draus machen. So, aufsammeln. Ich denke mal nicht, dass wir uns hier wirklich Krabbenchips draus machen können, aber könnte man ja, ne? Ich habe irgendwie Hunger. Ich habe trotzdem Hunger. Pinscher. Ich bin der Meinung, das sind Wölfe. Das
sollten wir auch mal speichern. Das ist, glaube ich, auch mal eine gute Idee, oder? So. Warte mal. Oh, da ist doch einer. Ich esse lieber mal was. Essen, Eintopf. Das hat uns nichts gebracht. Ach, guck mal da. Ach, guck mal. So wird das gemacht. Und jetzt... Genau, ich wollte mal speichern, ne? Speichere einfach mal hier drüber. So. Genau, die Mod ist kostenlos. Tschö, Handkante. Ja, die Mod ist kostenlos. Die gibt's bei Steam. Ich meine, die müsste auch in der Beschreibung verlinkt sein. Nur du brauchst halt das, diese, ja, diese Normal-Edition von Skyrim. Also nicht dieser HD. Wie bitte? Also die Classic-Edition, die brauchst du dafür dann. Damit du das spielen kannst. Also Handkante, dass du jetzt gehst, dann du verpasst jetzt was ganz Cooles. Die Frau verschwindet jetzt da. Da hinten, jetzt ist sie weg. Die haben jetzt den Schlüssel gezeigt. Ich weiß noch damals, ich habe es ja angefangen, da gab es noch, ist noch nicht bei Steam. Da war halt das gar nicht drin gewesen, diese Szene. Also, dass die dann halt da rüber geht. Also, die war gar nicht drin, so. Und ja. Da hinten hin. Aber wir gucken uns erstmal hier die Fässer an. Und nehmen uns die Teile mit. Ich weiß nicht, für was man diese Teile braucht, aber haben oder nicht haben, würde ich sagen. Nehmen wir mit. Hoch können wir gleich auch noch gehen. Gucke ich mir gleich an. Erstmal looten. Das brauchen wir nicht. Was ist das denn hier? Achso. Ja, also... Ja klar, diese Mod haben die, denke ich mal, ein bisschen aufgepeppt, ne? Aber halt, das ist so gesehen eigentlich auf die... auf das von Skyrim Classic, ne? Für gemacht worden ist. Ich bin mir sicher, Nina. Sonst würde ich das doch nicht alles sagen. Was soll ich jetzt machen? Nichts. Was? Ich sagte, du sollst nichts machen. Was auch immer Mathildas Gründe waren, es geht uns nichts an. Sie und dieser Meldor sind es, die sich am Ende vor Malphas verantworten müssen. Und nicht wir. Aber... Kein Aber, Panthers. Wenn dieser Mann seinem eigenen Bruder so etwas antut, dann wird er dieses Geheimnis schützen wollen. Ganz egal, was passiert. Gehen wir mal hoch, ne? Ich hau mir mal hier oben an. Warte, ich muss erstmal wieder in den Chat zurückgehen. Zurück, zurück, zurück. Ich habe gerade einfach was angeklickt. Das war keine gute Idee. So. Sag mal, weißt du das vielleicht halt hier, wir haben immer die ganze Zeit das Problem, dass das irgendwie wieder wegschaltet halt. Obwohl man noch streamt, schaltet der einfach zum anderen Video. Ob man das irgendwie einstellen muss oder so. Und woher kommt das so plötzlich? Es kam einfach heute Morgen. Heute Morgen? Wann? Auf dem Schiff. Ich weiß, es klingt seltsam, aber es fühlt sich einfach richtig an. Wenn er dir nicht gefällt, können wir natürlich auch einen anderen nehmen. Es ist ja noch ein wenig hin. Nein, nein. Er gefällt mir. Damit wird sie glücklich.
Aber das letzte von mir hatte man nicht verstanden, weil es zu laut geworden ist, ob man das irgendwie einstellen kann oder so. Dass es halt nicht einfach zum anderen Video geht. Weil sonst streame ich ja immer von der PlayStation. Und heute mal vom PC. Das ist doch Irrsinn, Jael. Hörst du dir eigentlich zu? Mach das doch nicht schwerer, als es eh schon ist, verdammt. Glaubst du, uns fällt das leicht? Deine Chancen sind am besten, wenn du kooperierst. Chancen? Im besten Fall verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, verdammt nochmal. Wer auch immer euch diesen Schwachsinn erzählt hat, lügt. Und das weißt du. Jetzt haltet ihr euer verdammtes Schandmaul. Ich zähle bis drei. Wenn ihr bis dahin dieses Buttermesser nicht fallen gelassen habt, werdet ihr es bereuen. Ja? Weil ihr mich töten werdet, richtig? Bist du denn so blind, Jael? Dieser Kerl ist kein Gardist, sondern ein Söldner. Eins. Herr, ich denke, es gibt keinen Grund. Zwei. Drei. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Stiefel. Das hier. Nein, lass das. Spiel. Ein Buch. Buch. Schlösser knacken. Ja, toll. Nein, wir haben nur einen dabei gehabt. Wenn wir jetzt dafür da rein mussten, ne? Ne, wir müssen da unten für die... Ach, das ist ja blöd. Als ob ich mir das merke, dass hier nochmal was zum Aufschließen ist. Ich bezweifle es. Wo ging es hier raus? Da. Oh, hörte. Das nehmen wir noch mit. Zwiebel. Würstchen. Da war nochmal ein Würstchen. So. Und da. Ach, jetzt hat es sogar beendet, irgendwie. Ich verstehe das heute nicht. Ach, nö. Ich glaube, ich bleibe bei dem Stream an der PlayStation. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Ach, wir müssen auf die andere Insel dahin. Wer ist denn noch im Chat da? Keiner. Glaube ich. Ach, wir müssen auf jeden Fall in der Höhle rein, wie das aussieht. Ich glaube, ich mache die Quest da und dann höre ich für heute auf. Weil... Das ist irgendwie blöd, wenn das immer wieder abbricht, irgendwie. Ich kann es ja beides machen. Ich kann es ja immer aufnehmen und dann ein Stück streamen. Ah, wir müssen doch nicht in die Höhle, glaube ich. Das ist ein Auftrag. Richtig, ich habe einmal... Es gibt keinen Grund... Okay, nee. Ich lese das jetzt nicht vor. Oh, wen haben wir denn da? Söldner. Das wird Zeichen da oben in der Ecke.
was essen, was essen. Oder ein Trank. Das ist nicht gut für unser Fieber, aber... Ja. Jetzt hat's wieder beendet. Ach, Mann. Wo ist er denn jetzt? Für den Loot? Da. Das ist besser als unseres. Okay. Also es tut mir leid, dass das heute irgendwie nicht so ganz klappt. Das ist doch heute wirklich richtig scheiße. Spielst du was? Okay. Ne, ich spiele an Red Dead Redemption. Wo müssen wir denn jetzt zurück? Wieder zurück. Okay, dann laufen wir wieder zurück. Ja, ich mache jetzt auch nur diese Quest zu Ende und dann höre ich auch auf, weil das Exi immer unterbricht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann doch Jump PC streamen. Wie das aussieht. Auch wenn ich das nicht verstehe, wie du das bei der PlayStation klappt und hier nicht. Da. Hallo. Und? Habt ihr was gefunden? Ihr seid ein Lügner. Und ein Mörder. Eigenes sogar. Zum Beispiel, dass ihr einen Leidenschaft, der eures eigenes Bruder hattet, um den Tod. Wir zeigen ihm den Auftrag. Oh, verdammt. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Das müsst ihr mir glauben. Diese ganze Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Erklärt euch. Niemand sollte zu Schaden kommen. Deswegen habt ihr euch einen Auftragsmörder angeheuert, schätze ich. Nein, ich wusste nicht, dass er ein Assassine war. Ja, ja. Yuga, sie hat ihn nie geliebt, wisst ihr? Der einzige Grund, dass sie seine Gefährtin geblieben ist, war ihre Wegestreue und weil eine Trennung für ihn einen totalen Gesichtsverlust im Dorf bedeutet hätte. Und mit ihr anzubandeln war sicherlich der beste Weg, um die Situation zu guten zu wenden. Nein, sie hat das angefangen, nicht ich. Ich meine, ja, ich bin darauf eingegangen, aber... Wobei, Malfas, das ist alles so verdammt falsch gelaufen. Und lasst mich raten, niemand hätte es gemerkt, wenn... Pennt euch beide nicht zusammen beobachtet hättet. Wir trafen uns immer in der Nacht kurz vor Dämmerung am Strand. Panthers wollte vermutlich gerade seinen Kutter aufs Meer fahren und hat uns gesehen. Ich meine, er hat zwar so getan, als hätte er nichts bemerkt, aber das hat er, da bin ich mir ganz sicher. Er hatte nie vor, jemanden davon zu erzählen. Ich habe es gesehen in einer meiner Visionen. Ja, das habe ich Mathilda auch gesagt, aber sie hatte solche Angst. Könnt ihr das nicht verstehen, dass jetzt alles zusammenbricht? Ihr Leben, ihre Wegestreue, einfach alles. Warum habt ihr Yoga nicht davon erzählt? Vielleicht hätte er euch verziehen. Ja, vermutlich hätte er das sogar. Wisst ihr auch warum? Weil Yoga zumindest Mathilda alles verzeihen würde, so abgöttisch, wie er sie liebt. Er hat immer schon gedacht, der beste Weg, um eine Frau zu gewinnen, sei sie auf ein Podest in den Sternen zu heben und von unten aus anzubeten. Dabei begreift er nicht, dass vermutlich genau das der Grund dafür ist, dass die Mädchen ihn schon damals als Bursche immer links liegen gelassen haben. Und dass Mathilda sich woanders nach einem echten Mann umgesehen hat. Und weil Mathilda Angst hatte, habt ihr keine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen? Nein, ich meine ja, ich habe diesen Kerl angeheuert und ihm die Lage geschildert, aber er sollte Panthers doch nur bedrohen, ihn zum Schweigen bringen und nicht, verdammt nochmal, nicht umbringen. Bitte, Madame, ihr müsst mir glauben. Diese Krankheit von Mathilda, diese Stimme, sie sind Malfas Strafe für das, was wir diesem armen Mann angetan haben. Sie wird nicht mehr aufwachen, das spüre ich tief in mir. Und wenn ihr Yuga jetzt auch noch die Wahrheit erzählt, dann
erreichte damit rein gar nichts, als dass ihr einen ohnehin schon gebrochenen Mann noch weiter brennt. Na schön, ich lasse euch laufen, aber ich tue das nur für Yoga. Wenn er schon einen Gefährten verliert, dann sollte er... Habt ihr mein Schweigen oder ihr... Nicht ihr Welt. Was machen wir denn? Verschonen wir ihn oder nicht? Ich würde ja sagen, der soll gestehen. Guck mal, ob einer antwortet, sonst entscheide ich selber. Ich entscheide dann sonst. Okay. Was? Nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Ich bereue es doch. Was wollt ihr denn noch mehr? Ich will, dass ihr verdammt nochmal Sünde leistet. Für Panthers, für seine Frau und für euren eigenen Ehelosigkeit. Nein, verzeiht mir. Aber das kann ich nicht zulassen. Ich werde... Hä? Was zum... Wo ist er hin? Ach, hey. Nein! Nein! Helf mir! Ich... ansprechen. Okay. Was war das hier? Mitnehmen. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zu dem netten Herrn und sagen, was da passiert ist, ne? Können wir nochmal rennen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich drück da nicht wieder rum. Nee, das war's nicht. Ich sollte vielleicht nicht durch die Wildnis laufen. Was ist denn das jetzt? Da unten? Vorne müsste irgendwo ein Weg sein. Hinter den ganzen Steinen. Hallo? Nein. Langsam kommen wir auch mal an. Hier regnet. Gab es das in Skyrim eigentlich auch, dass es regnet? Ich weiß es gar nicht mehr. Also schneien, ja, aber Regen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, guck mal, da ist ein Pilz. Ich hab einen Pilz gefunden. Also ein guter Pilz. Wenn ich morgen nicht so kaputt von der Arbeit bin, denke ich, würde ich nochmal was Assassin's Creed streamen. So. Ja, sagen wir mal um 8 circa. Weil dann bin ich auf jeden Fall zu Hause. Außer es fährt kein Bus mehr und ich muss zu Fuß gehen. Aber eigentlich, ja, so circa. Aber es kommt drauf an, wie viel auf der Arbeit zu tun ist. Dann geben wir dem mal die Quest. Bescheid sagen, dass er da... Major. Das Fieber. Es ist fort. Wie bitte? Das Fieber ist fort. Sie ist noch schwach, aber das Fieber ist weg. Was ist passiert? Was habt ihr bei Panthers gefunden? Und wo ist Meldor? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber die Wölfe haben Meldor erwischt. Er ist tot. Es ist schwer zu erklären. Meldor und die hatten eine Affäre und
Wir zählen ihm die. Ich verstehe. Hab Dank für eure Ehrlichkeit. Immer wieder gerne. Wie fühlt ihr euch? Ich weiß es nicht. Was Mathilda getan hat, es ist schrecklich und es gibt keine Rechtfertigung dafür. Aber sie lebt, anders als Meldor. Verzeiht, ich will gerade nicht darüber nachdenken. Ich brauche Zeit. Geht in mein Schreibzimmer und öffnet die Schatulle rechts in der Ecke mit diesem Schlüssel hier. Was dort drinnen ist, gehört euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Und jetzt lasst mich bitte allein. Da passiert was Tolles. Ah, Level up. Mana. Welche Schatulle? Nicht die hier, oder? Hier ist ja keiner. Hier ist keiner. Ich denke mal bestimmt unten irgendwo, oder? Oh, was war das denn? Bestimmt die hier, oder? Ja. Was haben wir denn da? Gold, ein Buch, ein Ring, Smaragd, noch ein Buch. Okay. Aber dann werde ich mal sagen, dann mache ich hier für den Stream heute Schluss. Ich finde es irgendwie blöd, dass er die ganze Zeit immer abbricht. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt und das ertragen habt. Und dann entweder mache ich morgen Assassin's Creed weiter. Und ja, danke, dass ihr reingeschaltet habt und bis